Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute soll es einen Tag geben, den ich bei der lieben Isa von It's Vogue gesehen habe. Schaut auf jeden Fall vorbei, ich verlinke euch das Video unten in der Infobox. Und ja, jetzt kann es auch schon losgehen. Frage Nummer 1. Hast du einen bestimmten Platz zu Hause zum Lesen? Meine Leseecke, das ist auf jeden Fall ein Platz zum Lesen. Hier stehen so ein paar ungelesene Bücher, ein paar gelesene Bücher. Die sind übrigens, die habe ich mir neu ertauscht auf Tauschticket. Das erste höre ich gerade so ein bisschen als Hörbuch nebenbei. Aber ich glaube, ich werde es eher lesen, weil ich in letzter Zeit überhaupt keinen Bock auf Hörbücher habe. Und hier ist meine kleine Campus Cat. Yay! Wo lese ich noch? Finden wir es raus. Ja, lesen im Bett klappt nicht immer so gut. Aber ich lese auch ganz gerne im Bett. Auf meinem Balkon lese ich auch echt ganz gerne, aber da steht aktuell kein gemütlicher Stuhl. Da muss ich nochmal gucken, ob ich einen schönen Stuhl finde. Und dann kann ich auch wieder in der Sonne lesen. Hurra! Frage Nummer 2. Lesezeichen oder ein Stück Papier? Benutze ich Lesezeichen oder Papier? Schauen wir doch einfach mal nach. Hier benutze ich tatsächlich ein Lesezeichen. Das ist ein cooles Lesezeichen, was ich von meiner Mama bekommen habe, weil ich Sharknado so mag. Und es ist ein High-Lesezeichen mit 3D-Animation. Das ist schon sehr cool. Hier, das lese ich auch gerade, beziehungsweise habe ich angefangen. Ich glaube, das lese ich auch anders. Hier, ah ja, genau, da bin ich noch gar nicht so weit. Da ist so dieser Buchdeckel, das mache ich ganz gerne. Ich freue mich, wenn Bücher so ein Umklappdings haben, dann kann man die gut lesen und sich das gut merken. Hier, Elias Schmetterlinge von Eva Marie Obermann. Wow, hier habe ich tatsächlich auch ein Lesezeichen drin. Und zwar, ein Werbelesezeichen von der lieben Nicole Neubauer. Scherbe nach ihr Krimi. Genau. Ich hatte auch ein Lesezeichen von der Eva dazu bekommen, aber ja, das habe ich, glaube ich, in irgendein anderes Buch gesteckt. Dann hier, das lese ich auch. Und hier ist ein Lesezeichen mit dabei. Das ist auch mal cool, wenn die Bücherlesezeichen mit dabei haben, praktisch. Und hier Postkarten. Jetzt habe ich im Urlaub angefangen. Da stecken Postkarten drin. Das sind nur einzelne Postkarten. Ja. Genau. Tja, ich würde sagen, ich benutze alles als Lesezeichen. Ich benutze sehr oft auch Kassenzettel als Lesezeichen. Das weiß ich. Das überrascht mich auch sehr, dass ich tatsächlich hier in diesen Büchern wirklich mehr Lesezeichen mit drin habe als Kassenzettel oder irgendwelches Papier. Ja, ich benutze alles, was mir in die Finger bekommt. Und tatsächlich ist es mit Lesezeichen so ein bisschen wie mit Socken. Kennt ihr das? Die gehen irgendwie immer verloren, wenn man sie braucht. Und stecken wahrscheinlich in irgendwelchen Büchern drin. Aber ja, tatsächlich habe ich doch einige Lesezeichen und das sind nicht alle verschollen. Das finde ich ganz schön. Frage Nummer 3. Kannst du irgendwo aufhören, Kapitel oder 50 Seiten zu lesen? Da ich viel in Bus und Bahn lese oder halt mal um Wartezeit zu überbrücken, kann ich tatsächlich überall aufhören. Also ich versuche natürlich immer am Ende einer Seite aufzuhören. Beim E-Book ist es ja ein bisschen einfacher, aber ich versuche mal eine Seite mindestens fertig zu lesen. Also dass ich nicht halt irgendwie in der Mitte von der Seite aufhören muss, aber manchmal geht es halt nicht anders und dann muss ich halt nochmal den neuen Absatz, also den alten Absatz lesen, bevor ich mit dem neuen Absatz weiter anfange. Ansonsten versuche ich aber schon so zu timen, dass ich Kapitel fertig gelesen habe. Isst oder trinkst du beim Lesen? Ja, ich stelle mir zwar meistens einen Kaffee oder einen Tee hin, aber wenn das Buch gut ist, dann wird der sehr oft kalt. Was zu trinken habe ich eigentlich immer dabei, da ich relativ viel trinke, also meine 3 Liter am Tag schaffe ich, denke ich, schon in Kaffee, Wasser und Tee, wenn man das alles zusammenrechnet. Was zu essen habe ich eher seltener. Manchmal sowas zum Knabbern in der Bahn, aber normalerweise mache ich das nicht multitaskingmäßig, sondern einzeln. Ja, Multitasking ist schon die nächste Frage. Und zwar Nummer 5. Hörst du Musik oder schaust du Fernsehen während dem Lesen? Also Fernsehen geht gar nicht. Erstens schaue ich nicht so viel Fernsehen und zweitens, wenn ich Fernsehen schaue, brauche ich nicht lesen. Ab und zu mache ich das zu Hause, wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin und im Wohnzimmer liege und meine Eltern nebenher was Fernsehen, dann lese ich schon nebenbei, aber ich vermeide es eigentlich, wenn es geht. Und Musik höre ich eigentlich auch nicht, außer ich bin Bus und Bahn unterwegs und bin genervt von den Umweltgeräuschen, dann kann es schon sein, dass ich mir Musik in die Ohren haue. Aber ansonsten lese ich einfach so, ohne irgendwie Gedöns, ja. Nummer 6. Liest du ein Buch oder mehrere gleichzeitig? Ich lese meistens mehrere Bücher gleichzeitig bzw. abwechselnd. Ich habe meistens ein Unterwegsbuch bzw. mein E-Reader dabei. Dann habe ich so ein Gute-Nacht-Buch und meistens brauche ich auch verschiedene Genres. Also ich mag meistens ein spannendes Buch, dann so ein Wohlfühlbuch und vielleicht noch ein Manga zwischendurch. Also die lese ich schon durcheinander gemischt, je nachdem, worauf ich Lust habe. Aber jetzt so viele Bücher lese ich auch nicht durcheinander, weil ich das gerne eigentlich... Also maximal 2 bis 3, weil ich die schon eigentlich gerne abschließe. Ich habe aber trotzdem schon einige angefangene Bücher hier rumstehen, einfach weil ich immer super gerne anfange. Und wenn ich dann irgendwie weg bin oder arbeite und dann ein neues Buch anfange oder unterwegs bin und das Buch nicht dabei habe, was ich eigentlich lese, dann kann es schon mal sein, dass es ein bisschen mehr wird.
Siebtens, kannst du zu Hause lesen oder überall? Ich lese viel zu Hause, aber ich lese auch gerne unterwegs, vor allem wenn ich Bahn fahre, weil wenn ich Freunde besuche oder meine Eltern besuche, dann fahre ich meistens schon so 2 bis 3 Stunden Bahn und das ist einfach super, wenn man ein Buch dabei hat. Da lese ich tatsächlich auch relativ viel und ansonsten lese ich gerne zu Hause oder draußen. Ich nehme mir inzwischen fast überall hin ein Buch mit, wo ich weiß, dass ich irgendwie Wartezeit überbrücken muss oder ein bisschen rumsitzen werde und dann lese ich. Ich lese aber auch gerne in Cafés oder so draußen an der frischen Luft, wenn es nicht gerade so heiß ist wie jetzt im Sommer, über 30 Grad, das mag ich nicht, aber ansonsten lese ich auch gerne draußen in der Sonne. Liest du laut oder still im Kopf? Ich lese still. Manchmal kommt es vor, dass ich über einen Satz stolpere, dann lese ich ihn laut vor, einfach damit ich ihn verstehe. Manchmal ist die Formulierung nämlich einfach komisch. Aber ich könnte nicht laut lesen, das würde mich ablenken, glaube ich. Frage Nummer 9. Überspringst du Passagen oder Seiten? Ich überspringe meistens einzelne Sätze. Manchmal kommt es vor, dass ein Buch sehr beschreibend ist und das langweilt mich manchmal, wenn stundenlang immer die Umgebung beschrieben wird und das nicht gut gemacht ist. Dann kann es sein, dass ich einzelne Sätze überspringe. Aber wenn ich in einem Buch schon einzelne Sätze überspringe, dann ist es meistens auch ein Anzeichen dafür, dass ich das nicht so gut finde und dann lese ich weniger genau, als ich ein Buch lesen würde, das mir super gut gefällt. Weil wenn mir das Buch super gut gefällt, dann sauge ich jedes Detail ein und wenn es mir nicht so gut gefällt, dann lese ich eher so ein bisschen drüber. Also dann lasse ich mal ein paar Sätze aus oder nehme die nicht so ganz bewusst mit, aber wirklich Passagen überspringen mache ich sehr, sehr selten. Einfach weil ich dann denke, dann brauche ich das Buch auch nicht mehr weiterlesen, wenn ich die ganze Zeit was überspringen muss. 10. Buchrücken brechen. Ich schätze mal, damit sind Leserillen gemeint. Ich versuche das zu vermeiden, weil es gibt echt, also mich stört echt nicht viel an Büchern, aber Leserillen stören mich schon am meisten, gerade bei Taschenbüchern. Es lässt sich nicht immer vermeiden. Ich kaufe ja auch gebrauchte Bücher, da sind oft Leserillen drin. Wenn ich es selber lese und nicht unterwegs bin, dann achte ich auch drauf, dass ich das nicht so knicke. Aber ansonsten, also ich würde jetzt zum Beispiel kein Buch so komplett umklappen oder ein Manga komplett umklappen, das mag ich gar nicht. Aber es lässt sich halt nicht immer vermeiden, dass die ein bisschen zerknautscht werden. Gerade wenn ich unterwegs bin und sie halt im Rucksack oder in der Tasche dabei habe, dann werden auch mal die Ecken ein bisschen angestoßen. Das ist zwar schade, aber ja, es stört mich jetzt nicht so sehr, dass ich sie immer irgendwie extra tragen oder extra einpacken würde. Ich versuche schon darauf zu achten, aber ja, da ich auch Mängelexemplare kaufe, wie gesagt, nicht das Schlimmste für mich, was es gibt. 11. Schreibst du in deine Bücher? Ja, nein. Meistens schreibe ich vorne meinen Namen rein, vor allem wenn ich sie verleihe. Und das schreibe ich mir auch mal auf, an wen ich sie verleihe. Ansonsten schreibe ich selten in Bücher. Ich unterstreiche oder markere nur manchmal was an oder klebe so einen kleinen Klebezettel rein, aber das mache ich tatsächlich sehr, sehr selten. Also es gibt schon Bücher, wo ich mir Sätze unterstreiche, die ich total cool finde. Also das habe ich zum Beispiel in Kerstin Gears für jede Lösung ein Problem gemacht. Da habe ich mir einen Satz unterstrichen, beziehungsweise eine Szene, die einfach wunderschön ist. Und zwar in der der Vater von unserer Protagonistin Geri endlich aufsteht und ja, mal was sagt und für seine Tochter einsteht. Und diese Szene hat mich unfassbar berührt. Und auch in Schneepoet von Nika Sachs, das habe ich zwar auf dem E-Reader, aber da werde ich mir definitiv auch die Printversion kaufen, weil ich mir da einige Sachen definitiv anmarkern oder irgendwie markieren muss. Ich mag es aber nicht, wenn Bücher so komplett vollgeschrieben sind, weil das muss nicht sein. So unterstreichen oder so, ja gerne, oder auch mit Bleistift, aber nichts, was nicht mehr weggeht. Nummer 12. Wen taggst du? Ich tagge einmal die liebe Annabelle von Stehlblüten. Falls du Lust hast, dann tagge ich auch die Ping von Pingwing TV, falls du den Tag noch nicht gemacht hast. Und neu auf YouTube, schaut auf jeden Fall bei ihr vorbei. Die Anna. Mach Videos. Anna von Ink of Books hat einen ganz tollen Buchblog und ist neu auf YouTube. Also haut sie mal alle an, dass sie den Reading Habits Tag auch macht. Ja, mach ihn. Ich warte auf neue Videos von dir. Falls ihr Lust habt, könnt ihr den Tag auch gerne machen. Schaut einfach vorbei, alle Infos sind unten in der Infobox, alle Fragen auch nochmal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!